Was erwartest du von der FED-Sitzung? Eine Zinspause? Alles andere als eine Zinspause. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf der Aktionär TV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir sprechen heute zu Wochenbeginn über den deutschen Leitindex und über das, was uns im Laufe dieser Woche so erwartet. Im Fokus steht die US-Notenbank Federal Reserve mit ihrer geldpolitischen Entscheidung. Wie diese ausfallen könnte, das erfahren wir im Interview von Arthur Brunner von der ECF Bank. Arthur, schön, dass du da bist. Hallo Kübra. Ja, wir starten mal mit dem DAX zu Wochenbeginn. In der vergangenen Woche lief es ja etwas gemischt. Zu Beginn der Woche sah es eher drückend aus für den deutschen Leitindex. Dann kam die EZB-Sitzung und große Erleichterung, weil die EZB Töne angeschlagen hat. Von denen auszugehen ist, dass vielleicht keine Leitzinserhöhungen mehr kommen. In der Folge ist der DAX angestiegen, 1% auf Wochensicht knapp angestiegen. Und zu Beginn dieser Woche sieht es aber nicht mehr ganz so freundlich aus. Zumindest Montagmorgen fällt der deutsche Leitindex leicht von 15.894 Punkten am Freitag auf 15.840 Punkte zwischenzeitlich. Wie bewertest du die jüngsten Entwicklungen beim DAX? Also ich bin auch von der Entwicklung etwas überrascht, weil ich hätte gedacht, dass die Märkte doch fester reagieren werden, weil damit zu rechnen ist, dass jetzt erstmal der Zinsgipfel erreicht ist. Und der DAX hat in der Vergangenheit immer sehr sensibel auf Zinserleichterungen, auch auf Erhöhungen reagiert. Und er hatte enormen Schwung im Frühjahr gehabt. Und dieser Schwung scheint im Moment etwas verloren gegangen zu sein. Das überrascht mich, aber auch die Entwicklung an den Rentenmärkten, weil heute sind die Renditen auch wieder leicht angestiegen. Mhm. Und nach wie vor ist auch von den Rentenmärkten ein gewisser Pessimismus zu spüren. Mhm. Denkst du, es wird noch mal drehen, also dass die Bullen noch mal das Ruder an sich reißen? Ist diese Vorsicht vielleicht einfach nur Zurückhaltung von Seiten der Anleger vor der FED-Sitzung? Oder wie interpretierst du diese Entwicklung? Ich glaube, zum einen Teil ja. Zurückhaltung vor der FED-Sitzung. Man sieht es heute im Handel. Es ist sehr ruhig. Wir haben am Donnerstag und Freitag wirklich tolle Umsätze gehabt und jetzt plötzlich ist wieder Ruhe eingekehrt. Man konzentriert sich auf die FED und ich glaube, im Moment sind die Anleger ein bisschen zwiegespalten. Auf die einen erwarten eine Jahresendrallye und die anderen verweisen nach wie vor auf die hohe Preisniveau, die Energiepreise, die nach wie vor am Steigen sind. Und das drückt ein bisschen auf die Stimmung. Was erwartest du? Kommt noch eine Jahresendrallye? Also ist jetzt vielleicht noch ein guter Zeitpunkt einzusteigen oder ist diese Zurückhaltung gerechtfertigt? Es gibt auch unter Experten sehr unterschiedliche Meinungen. Die Hauptgründe, die für eine Jahresendrallye sprechen, sind natürlich jetzt, dass wir den Zinsgipfel erreicht haben, dass deutsche Aktien moderat bewertet sind im Vergleich zu internationalen Aktien. Also da besteht durchaus Potenzial. Aber die Preise, gerade was Energie angeht, könnte hier einen Strich durch die Rechnung machen. Und natürlich auch die hohe Abhängigkeit der deutschen Industrie von China, was hier auch nicht zu vernachlässigen ist, was die Automobilindustrie angeht, doch in letzter Zeit doch die Stimmung etwas eingetrübt hat. Du hast es angesprochen, in der letzten Woche stand ja auch die VW-Aktie dann zeitweise unter Druck, die Auslieferungszahlen auch nicht so, wie man sich vielleicht erhofft hatte. Und dann eine Meldung, dass China den Handel für deutsche Autobauer in China erschweren könnte. Und die Autobauer sind ja im DAX auch schon vertreten, sind 4, 5 Werte. Porsche Holding, also als Holdinggesellschaft, dann VW, BMW und darüber hinaus noch Mercedes. Ne? Genau, aber da denkst du, sollten Anleger etwas vorsichtig sein, zumindest was die Autobranche angeht. Kannst du das beurteilen? Weil sonst bist du ja eher auf Renten fokussiert oder würdest du da auch schon sagen, da sollte man eher die Finger von lassen? Also bei der Autobranche hängt wirklich sehr viel von China ab. Und man darf nur hoffen, dass auch die Handelskonflikte nicht weiter eskalieren. Wenn jetzt die EU mit Schutzzöllen kommen wird, wird das mit Sicherheit auch die deutschen Autobauer in China betreffen. Also von daher ist das ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Und man muss zumindest den Markt sehr genau sondieren, weil es kann sowohl mit Überraschungen der einen oder anderen Richtung zu rechnen sein. Etwas überraschend kam ja auch aus China letzte Woche die Meldung, dass man keine Apple-Handys, keine iPhones mehr im öffentlichen Dienst erlauben will, so in etwa.
Stichwort Apple, USA, US-Tech-Werte sind ja zuletzt ziemlich gut gelaufen. Am Freitag sah es aber auch eher drückend aus an der Wall Street. Der Nasdaq ist um 1,6% gefallen, Dow Jones um 0,8% nach unten, der breit gefasste S&P 500 um 1,2% nach unten. Also nachdem die Märkte am Donnerstag eigentlich ganz freundlich waren, auch am Freitag wieder Zurückhaltung und eher drückende Stimmung an der Wall Street. Liegt das auch an der Fed-Sitzung? Also ist das im Vorfeld einfach die Vorsicht oder was drückt gerade auf die Stimmung der US-Anleger? Da hatten wir ja auch einige gemischte Konjunkturdaten erhalten. Ja, in den USA sind es natürlich auch im Prinzip 7 Werte, die großen Tech-Werte, die Indizes hochgetrieben haben, die auch sehr teuer bewertet sind mit einem KGV von durchschnittlich 33. Und da besteht natürlich die Angst, dass diese Bewertung etwas zu viel Fantasie haben, gerade auch was die KI, künstliche Intelligenz, betrifft, weil hier durch die künstliche Intelligenz Kursfantasie, die in diesen Werten drin ist, besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man hier eine Blase erreichen kann. Einige weisen auch schon auf diese Gefahr hin. Und ich glaube, da ist man einfach dabei, etwas aus dem Risiko rauszugehen. Wärst du auch vorsichtig, was diesen KI-Hype angeht? Ich glaube schon, dass wir verschiedene Entwicklungen, positive Entwicklungen gesehen haben. Einiges ist schon eingepreist. Man muss sehr genau differenzieren, wer der Gewinner von diesen Prozessen sein wird. KI wird sich mit Sicherheit durchsetzen. Das wird ein Riesengeschäftsmodell. Allerdings muss man natürlich auch genau untersuchen, wer ist jetzt wirklich der Profiteur. Und vor allem, es kann ja noch zu enormen Entwicklungsschüben und Umwälzungen kommen. Mhm. Arthur, kommen wir auf die Federal Reserve zu sprechen. Am Mittwoch um 20 Uhr zu unserer Zeit erfahren wir, wie es weitergeht mit der geldpolitischen Richtung der US-Notenbank. Was erwartest du von der Fed-Sitzung? Eine Zinspause? Alles andere als eine Zinspause wäre eine große Überraschung. Die Märkte rechnen fest damit, dass es zu keiner weiteren Zinserhöhung kommt. Ich persönlich rechne auch mit keiner Zinserhöhung aus den USA, weil man hier erstmal abwarten will, wie die Preisentwicklung ist. Zuletzt gab es ja an der Preisfront dann doch eine Entspannung und ich glaube, die amerikanische Notenbank würde sich enorme Kritik zuziehen, würde sie jetzt die Zinsen nochmal erhöhen. Mhm. Zuletzt ist ja die Inflation in den USA nochmal auf 3,7% angestiegen, etwas stärker als eigentlich erwartet. Aber die Erzeugerpreise, die auch etwas höher sind als erwartet, waren eher auf die hohen Energiepreise zurückzuführen. Also deswegen wahrscheinlich diese Entspannung, die du angesprochen hast. Also ist kein Zinsschritt der richtige Weg von deiner Einschätzung nach? Und wie dürften die Märkte dann darauf reagieren? Noch die ganz große Euphorie, wenn es bereits eingepreist ist? Die Fed hat mit 10 deutlichen Zinsschritten den Weg vorgezeichnet. Und jetzt muss man erst mal gucken, wie sich diese verabreichende Medizin auf die Preisfront auswirkt. Man hat jetzt hier das Nötige getan und wird abwarten. Ich rechne damit, dass sich auch hier eine Entspannung ergeben wird. Aber nach wie vor bestehen, gerade was die Energiepreise betrifft, natürlich geopolitische Risiken. Mhm. Und das ist natürlich die Sache, glaube ich, auf die Fed achten wird. Mhm. Und zu guter Letzt, Arthur, bist du jetzt eher optimistisch für die kommenden Tage, für den DAX und auch für die Wall Street, Dow & Co.? Oder denkst du, die Bären übernehmen das Ruder? Ich glaube, die entscheidende Woche wird im Oktober kommen. Der September ist ja traditionell ein schwacher Börsenmonat. Und dann wird sich weisen, wohin der Weg gehen wird. Ich persönlich wäre am Donnerstag, Freitag, hätte ich das eindeutig mit einem Ja beantwortet. Die jetzige Marktsituation lässt mich daran etwas zweifeln, weil, wie gesagt, ich hätte eher mitgerechnet, dass wir heute schon an der 16.000 kratzen, mhm, weil seitens der Notenbanken ja im Moment eher Gutes für die Märkte kommt. Und die Märkte haben diesen Ball im Moment noch nicht aufgenommen, mhm, aber es kann ja sehr schnell passieren. Arthur Brunner, vielen herzlichen Dank. Bitte. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen lieben Dank für Ihr Interesse an dem Interview zum DAX, Dow & Co. Sie haben erfahren,
die Europäische Zentralbank hat den Zins zu leicht angehoben. Die Märkte haben positiv reagiert, weil dieser Zinsschritt als letzter gewertet wurde. Von der Federal Reserve dürfte in dieser Woche kein Zinsschritt mehr kommen. Trotzdem lässt sich nicht ganz sagen, ob es jetzt nach oben geht für die Märkte oder nach unten. Experten sind eher vorsichtig. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Investieren und hoffen, Ihre Marktmeinung geht auf. Bis dahin, machen Sie es gut.